So, da haben wir wieder zurück bei OpenTDD. Das war, glaube ich, grammatikalisch nicht so korrekt, die Begrüßung, aber egal. Das sind wir wieder zurück und es gab wieder Kommentare, zum Beispiel für den Zug 465 von Furusaki nach Sumioka gibt es keine direkte Verbindung, hieß es da. Gucken wir gleich mal rein. 62 Passagierschmalspurzüge haben wir gerade, also aber wenig. Was ist hier los? Warum fahren die nicht in die Box zur Reparatur? Ah, die haben noch ein bisschen. Okay, habe ich nichts gesagt. 465, der hier. Der hängt jetzt hinter einem Güterzug fest. So, was? Wie hat's die Frage? Furusaki nach Sumioka. Das ist der jetzt hier, ne? So. Achso, von hier oben kommt der. Hey, warte mal, wo ist meine Maus jetzt hin? Verwirrung. Dort. Nee. Hier bitte bleiben. Es gibt keine direkte Verbindung. Ja, da hast du recht gut aufgepasst. Das war, glaube ich, die Stelle, wo ich dann beim letzten Mal irgendwie... Eigentlich geht es doch nur darum, dass der... ...dann nicht mehr rüberkommt. Okay, das können wir... Das kann man... Das kriegen wir ja hin. Mit einer Brücke. Hier ein bisschen diese Klippe wegmachen hier. Aus Erosionsgründen. Oh, hier schließt eine Fabrik direkt an der Strecke. Lohnt sich das irgendwie? Nö. Genau, da kommen sie nämlich nicht hierher. Genau, dann bauen wir einfach jetzt hier eine Brücke drüber. Und dann kann er auch dort rumfahren. Was? Ungültige Gleisverbindung? Achso, Normalspur bin ich wieder am Bauen hier. Wobei es eigentlich an sich keine unmögliche Gleisverbindung ist, weil es gibt ja schon drei Wege Gleis. Einmal für Schmalspur und das sieht natürlich jetzt komisch aus. Ja gut, wenn es halt nicht anders geht. Es gibt ja schon drei Wege Gleis, wo man beides hat. Einmal Schmalspur und einmal Normalspur. So, jetzt haben wir das Thema hier erledigt. Das heißt, der Zug kann direkt hier rumfahren. Eigentlich könnte man auch... Na gut, bei drei Zügen irgendwie noch großen Umfahrungen. Das lassen wir jetzt erstmal so. So, was haben wir für Kommentare? Carla Cox lobt die Behörde von Furusaki, die mich da so ein bisschen getrollt hat. Von AKA kommt der Vorschlag, zusätzliche Züge zu fahren. Fahren zu lassen zwischen... zwei nahe benachbarten Städten, so als S-Bahn, damit nicht immer, also damit auch Züge öfters als alle 100 Tage vorbeikommen, ist auch eine gute Idee. Ja, das ist jetzt erstmal so die Übersicht. Aber wir müssen natürlich noch die restlichen Städte mit Waren versorgen. Westbahnhof kommt gut an. Ach, Entschuldigung, das muss ich gerade gern wieder. Ich habe die Hand vorgehalten, da kann sein, dass man es nicht hört, aber irgendwie... Jetzt hatte ich zwar vier Tage frei mit Urlaub und Feiertag, aber irgendwie so richtig fit da oder ausgeschlafen. Irgendwie könnte besser sein, sag ich mal so. Genau. Oh, die bauen jetzt auch schon hier drüben hin. Okay. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir werden jetzt mal hier noch so ein paar Bushaltestellen hinstellen, dass die auch unterwegs einfach aussteigen können, wenn die das wollen. Wenn die schon hier hin... Hier könnte man auch mal so eine Überlandstraßen bauen. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen... heftig dann. So, hier haben wir... Hier können wir eigentlich auch mal einen Bus hinfahren lassen.
Dann machen wir hier noch ein paar Bushaltestellen hin. Achso, hier passt kein hin. Da muss ich dazu ja mal die Straße abreißen. Machen wir das einfach mal. Genau, und hier dann. Wir müssen uns echt mal angewöhnen, dass wir Eisenbahnbahnhöfe mit einer Bushaltestelle verbinden, damit dann dort auch mal öfters Fahrzeuge vorbeikommen, dann die Bewertung nicht so schlecht ist. So, jetzt haben wir hier eine Überland-Bergstrecke. Jetzt natürlich die Frage, hier unten steht das Depot. Jetzt immer noch den Bus hier im Einsatz, den Topli-Bus. Dann gibt es auch schnellere vielleicht? Nee, ne? Doch, hier, der fährt 144. Kann aber auch nur 40 Passagiere mitnehmen. Und ich glaube aber, der passt nicht hier in die Station rein, hm? Nee, doch, das kann er. Dann nehmen wir mal so einen, der 144 fährt. Das ist eine Überlandstrecke, wo es auch schön berghoch geht. Ich denke mal, das rechtfertigt das. Und das gleich wieder zurück, wobei natürlich die Frage ist bei den Haltestellen, Abständen, ob er das ausfahren kann. Die Geschwindigkeit, aber wir gucken einfach mal. So, Abfahrt. Achso, haben wir ja eigentlich irgendwelche Umrüstungen hier drin? Nicht, dass der beim nächsten Besuch in der Box irgendwie hier umgerüstet wird. Nee, haben wir nicht. Okay. So, wir klonen uns den einfach nochmal. Und dann würde ich sagen, noch ein drittes Mal. Wir fahren ja noch mit 100 durch die Stadt. Das ist doch der Wahnsinn. Mal, bis der am Depot vorbei ist. Achso, eigentlich müsste ja eigentlich viel eher der schnelle Bus nur die beiden Haltestellen bedienen, aber jetzt, naja, gut, eigentlich müsste der. Lass mal einfach jetzt so. Wie es ist, haben wir die drei Busse. Die haben wir halt zwischendrin noch bedienen. Wie gesagt, das wird dann hoffentlich die Stationsbewertung vielleicht für die Passagiere vielleicht ein bisschen. Nach oben drücken, wenn da mehr los ist, wollen die hier schon hin. Dann muss ich unbedingt verhindern, dass die hier mit irgendwelchen komischen Konstruktionen hier drüber bauen. Warum ist denn eigentlich hier hinten noch so ein Stück Gleis? Dies macht keinen Sinn, meiner bescheidenen Meinung nach. So, jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir mal jetzt die restlichen Städte mit Waren versorgen. Das würde ich jetzt einfach mal vorziehen. Das war jetzt eh nicht mehr so viel, das war irgendwie nur noch. Da muss man wieder gucken jetzt. Welche das waren? Die hier. In Matsuyani hält nur ein Zug. Matsuyama, nur ein Zug. Nur ein Zug, sehe ich das richtig, dass da nur ein Zug hält in einer Stadt mit 50.000 Einwohnern fast, halt nur ein einziger Zug. Was hat mich denn da geritten? Das ist ja völlig inakzeptabel, aber die Warenversorgung der restlichen Städte hat trotzdem erstmal Vorrang. Ja, die Frage ist halt bloß jetzt nach dem Wie, ne? Jetzt, wo haben wir jetzt eigentlich schon Waren überhaupt? Ja, die Städte haben schon. Die kriegen das per LKW.
die hier oben, da fährt, glaube ich, ein Zug hin, ne? Hatte ich jetzt gedacht. Nee. Oh, das ist natürlich jetzt richtig blöd. Warte mal. Achso, das hat mir ja... Weil der Zug ja nicht hier rüberkommt. Es gibt ja keine Möglichkeit, mit den Waren hier rüber zu fahren. Die Strecke geht ja hier rüber einfach nur. Das heißt, hier hinten, da kann eigentlich gar kein Güterzug so richtig hinkommen. Man könnte höchstens hier umladen und dann irgendwie... Aber hier ist... Oh, hier kommst du auch nie gescheit wieder rüber. Das ist doch... Jetzt fangt ihr auch schon hier an, hier rüber zu bauen. Oh. Ich glaube, dass diese Strecke wäre so eine potenzielle neue Tunnelstrecke hier, der Abschnitt. Tja, wie kriegen wir jetzt hier hoch Waren? Wahrscheinlich sollte man einfach bloß eine Eisenbahnstrecke schnell hier rüber bauen mit einem Extragleis. Muss ja jetzt kein High-End-Zug sein, oder einfach bloß eingleisig. Ist wahrscheinlich die einfachste Lösung für das Problem. Machen wir jetzt auch einfach so und fertig. Ja, Flansche haben wir hier hinten so dran. Die hat dann natürlich keine Netz... Anbindung. Ja, nee, doch eigentlich schon, wenn die dann dort hinten an die Station aneckt. Und bevor ich mir da irgendwelche komplizierten Sachen ausdenke, machen wir es einfach so. Hier geht doch auch, oder? Da kommt eine schöne Brücke drüber, zack. Eigentlich unnötig, weil man es dort auch planieren könnte, aber... Ist halt so. Ja gut, hier komme ich an dem Funkturm vorbei. Oh, das schließt an der diagonalen Strecke. Bringt mir das was? Nee. Kann man einfach mal nachgucken. Schadet ja nicht. So, hier über den Fluss drüber. Da kollidiere ich jetzt mit dem blöden Funkturm. Der wird einfach unterbaut. So. Jetzt schön die Shinkansen-Strecke überbrücken und dann einfach hier irgendwo andocken für die Richtung. Ach nee, das ist Schwachsinn. Und dann für die andere Richtung. Ich überlege, ob ich dann einfach hier unten gerade so ein anderes... Ich will es einfach jetzt so machen hier. Der Innenzug, der da fährt.